Murmelsüchtige draußen, hier ist jetzt eine Geschiss. Willkommen zurück zu Penumbra. Und letztes Mal sind wir bei diesem Dampfrätsel hier stehen geblieben. Denn hier ist es ein bisschen knifflig durchzukommen. Und jetzt schauen wir mal an, ob wir heute den Path mal finden. Oder ob ich anderthalb Stunden hier rumlaufen darf. Warum war ich denn letztes Mal so blöd, Alter? So heftig war das jetzt gar nicht. Oh, ich hoffe, ich muss nicht zurückgehen. Da ist ein Ventil, aber es ist eingeschlossen. Das war mal kurz ein Inventory-Check. Eine Säge haben wir immer noch. Wir haben einen Schraubenzieher und einen Bolzenschneider gefunden. Und ein Code-Schloss haben wir. Da müssen wir einen Code finden dafür natürlich. Genau. Und irgendwas blockiert die Tür, die zu Schacht 12 führt. Ich muss einen anderen Weg finden. Wir sind die Map so ziemlich im Uhrzeigersinn lang gelaufen. Da haben wir auch wieder was hier. Okay. Schauen wir mal, ob die Tür zu ist. Genau. Ich packe jetzt mal das hier vernünftiger hin. Feuerzeug. Helfen mich wenn dann so. Sollte ich es brauchen. Genau. Let's go. Huch. Oh, ja, da geht's hoch. Musik lässt nichts Gutes vermuten. Na, geh mal auf. Oh, warte mal. Das geht so auf. Na super. Ich hätte jetzt gedacht, es ist mal eins nicht verschlossen. Holy. Ach, deswegen ist die Tür verschlossen. Iron Mineshaft. Oh mein Gott, hier sieht man gar nichts. Batterien habe ich noch genug, okay. Eingestürzt, da komme ich nicht raus. Ich komme hier niemals raus. Jetzt verlier mal die Hoffnung, du bist ja nur völlig am Arsch. Eine Karre und Schienen für den Abtransport von Erz, was er heutzutage immer noch benutzt. Oha. Okay. Diese Ketten hinter den Karren am Wegrollen. Ah, okay. Dafür haben wir den Bolzenschneider. Sehr schön. Kann ich da einsteigen? Ich setze mal nicht. Goodbye. Ne, ich musste hier kein...
Eine bunte Mischung aus Industriefachliteratur und wissenschaftlichen Büchern. Wahrscheinlich sehr alt. Was haben wir hier? Klassenzimmer? Nee. Eine Präsentation gab es ja, aber hier ist es wirklich verdammt dunkel. Ziemlich ausgebleicht. Sieht aus wie die Nahaufnahme eines Ringelwurms. Oh, sowas kam uns entgegen damit zu einem Maul. War eine Spur größer. Eine bunte Mischung, ja, kennen wir. Okay, gibt bloß ein Bild. Ein Stapel medizinischer Notizen, der auf dem Boden verteilt wurde. Sieht aus, als sei der Schreiber gestört worden. Zeitungsausschnitt, Kopenhagen Post. Freitag, 25. Dezember 1970. Beute hat die Todesmine immer noch die Leben unschuldiger. Ein seit längerer Zeit als vermisst geltender Arbeiter der nordwestlich gelegenen Eisenmine in Grönland wurde letzte Nacht für vermutlich tot erklärt. Die Behörden gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Also Red wahrscheinlich. Der Bergbau bildet zurzeit den größten Anteil der grönländischen Industrie. Mit ihren 16 Jahren zählt die nordwestliche Eismine zu den jüngeren Anlagen des großen Untergrundkomplexes, der zusätzlich noch eine Bleiaufbereitungsanlage beinhaltet und um das Jahr 1952 zu einem Militärbunker umfunktioniert wurde. Aha. Die Eisenmine verzeichnet seit ihrer Inbetriebnahme hohe Gewinne, trotz des kürzlichen Verschwindens des jungen, namentlich nicht genannten Arbeiters. Wir fanden heraus, dass der besagte junge Hilfsarbeiter aus Europa, möglicherweise aus Dänemark, stammen könnte. Die Behörden versuchen derzeit Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen. Nee, Red ist doch nicht so lange hier unten, oder? Das wäre echt krank. Der Mann verschwand vor 10 Tagen und der Vorarbeiter der Mine hat nun von seinem Recht Gebrauch gemacht, ihn offiziell für vermutlich tot zu erklären. Dieser Schritt wurde im Vorfeld gründlich überlegt. Ein Suchrettungsteam durchkämmte mit einem M sämtliche Minenschächte, fand jedoch keine Spur des Arbeiters. Selbst auf der Oberfläche hätte für ihn ohne Fortbewegungsmittel, Ausrüstung und Verpflegung keine Überlebenschance bestanden. Auch wenn sich der Aberglaube in Grönland seit einigen Jahren auf dem Rückweg befindet, so glauben immer noch einige der Bewohner, dass die Region um die Mine verflucht sein soll. Vor knapp 40 Jahren wurde in dieser Zeitung bereits ein Bericht veröffentlicht, der sich mit der damals hohen Selbstmordrate dieser Region auseinandersetzte. Haben wir schon gelesen, glaube ich. Zusammenhänge zwischen ihnen und der esoterischen Einstellung der Bevölkerung konnten jedoch nicht nachgewiesen werden. Lars Jensen. Bilder und Aufzeichnungen, die von dem grauen Fels vermandeln. Ziemlich groß für ein wirbelloses Tier. Ein Mikroskop aus den 60er Jahren. Funktioniert immer noch, gehört aber wohl eher in einem Museum. Noch ein Zeitungsartikel. Alte Tageszeitung. Ne, warte mal. Ach, die haben wir so ganz schön mitgenommen. Ist aber noch wenig davon lesbar. Okay. Wow. Da schaut man nach der kleinen Version dieses Wurms aus, die ich vorhin gesehen habe. Vermutlich ein Jungtier. Es wurde seziert, die inneren Organe wurden entnommen. Es ist sicher noch nicht lange her. Okay, dann war Red wahrscheinlich hier. Versucht es zu essen. Oh! Ausgeschnittene Zeitungsartikel. Hunderte von Zeitungsausschnitten, die allesamt von Biomedizin der lokalen Tier- und Pflanzenwelt sowie Feldstudien handeln. Boah, ein seriöses Forschungsteam würde sich da nicht. Das würde nicht einfach so Zeitungsartikel hinbappen. Das muss Red gewesen sein. Ausschnitt, ja. KNR, Donnerstag, 1. Januar 1974. Erhöhter Seeverkehr schürt öffentliche Bedenken. Einwohner eines kleinen nordwestlich gelegenen Dorfes haben nach eigenen Angaben erhöhtes Aufkommen an Schiffen in der Region innerhalb der vergangenen 6 Monate beobachtet. Nordwestgrönland ist nach modernen Maßstäben relativ unbewohnt. Auf eine Fläche von einem Quadratkilometer kommen 0,1 Personen.
Das ist ein Drittel des nationalen Durchschnitts. Der Handel über den Seeweg sank seit der Schließung der nordwestlichen Eisenmine im März 1972 dramatisch. Die Mine stellte damals den Betrieb ein, nachdem es zu mehreren Stolleneinbrüchen aufgrund versehentlicher Detonation von Sprengsätzen kam, bei der alle 47 Arbeiter vermutlich umkamen. Ihre Körper wurden nie gefunden. Nun beklagen sich immer mehr Einwohner über die erhöhte Lärmbelästigung, die durch das vermehrte Auftreten von Schiffen entsteht, die entlang der Küste fahren. Um jedoch behördliche Schritte dagegen einzuleiten, müssen im Vorfeld in mühevoller Arbeit sämtliche Registrierungscodes der Schiffe aufgezeichnet werden. Da die Schiffe jedoch meist in der Nacht die Region durchkreuzen, könnte sich dieses unmögliches Unterfangen erweisen. Erik Nunat. Mhm, haben wir eigentlich, glaube ich, alles, ne? 1, 2. Kopenhagen Post, 1, 2. KNR. 1. Gibt also noch einen. Und hier sehe ich keinen dran. Für die Statistiken und grobe Skizzen befinden sich in dieser Tafel. Sie scheinen alle von einer großen Regelwurmart zu handeln. Ja. Sie ist von der anderen Seite aus verschlossen, der Schlüssel steckt immer noch. Sieht so aus, als was im Schlüsselloch steckt. Den Schlüssel einfach herauszustoßen hilft mir nicht weiter. Ich muss ihn irgendwie dazu durchziehen. Ah, okay. Der absolute Klassiker. Den kennt wirklich jeder seit Kindheit, Alter. Diesen Trick. Metallschlüssel. Die Zeit kann ich nicht mehr mitnehmen. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nee. Bei deiner Suche nach jenen mäuseartigen, auf der Zunge zergehenden Happen solltest du gewisse Orte wegen der Todesgefahr meiden. Auch der Sensenmann weilt hier. Und genau wie du und ich muss er jene zu sich nehmen, die weniger glücklich sind als er. Es gibt einen kleinen Ort, den du nicht besuchen solltest, nicht einmal in deinen Ferien, denn es ist ein dunkler, übler Ort, an dem ich gewesen bin, als die Finsternis meinen verfallenden Verstand überwältigte. Einige Bösartigkeiten strömten aus meinem Bewusstsein hervor und durch meine Feder, wobei die leuchtend blaue Tinte sich in Blut zu verwandeln schien. Übrigens, solltest du Hunger verspüren, Ratte in Motoröl gebraten, schmeckt vorzüglich. Ja, wenn man nichts anderes mehr hat, glaube ich schon, ja. Ein Lichtschalter. Drücken wir gleich. Erstmal bin ich gern in der Darkness geborgen. All diese Schränke sind beschädigt, irgendwas hat dir seiner Wut freien Lauf gelassen. Felswurmstudien. Professor, diese sind die biomedizinischen Aufzeichnungen von Dr. J. Peterus, MSc PhD. Vervollständigt im Zeitraum vom 30. März 1969 bis 1. Januar 1972. Nordwestliche Forschungsstation in der nordwestlichen Eisenmine. Mit freundlicher Unterstützung des Delta Bergbauunternehmens. Kopien ausgewählter Auszüge wurden dem Vorarbeiter der Mine ausgehändigt. Untersuchungsobjekt: Genus Ryacophila, landläufig bezeichnet als grauer Felswurm. Ziel: Erforschung der Ursache für die hohe Population der Köcherfliege in den grönländischen Felsmassiven. Methode: Akquirierung von Testexemplaren, Durchführung verschiedener Testreihen, Beobachtung und Sezierung. Persönliche Einträge: Direkt bei Ankunft in der Mine registrierte ich verblüfft die große Vielfalt der Tierwelt, die so tief unterhalb der Erde lebt. Trotz des lebensfeindlichen Umgebung. Man würde annehmen, dass Tiere, die in einer solchen Tief- und Abgeschiedenheit leben, das Eindringen des Menschen in ihren natürlichen Lebensraum als eine Art Bedrohung verstehen würden und sich demzufolge weiter zurückziehen. Das Gegenteil scheint jedoch der Fall zu sein. Selbst ist auch die Tatsache, dass einige der Bereiche der Mine wie ausgestorben zu sein scheinen, während es in anderen, tiefer gelegenen Abschnitten von Leben nur so wimmelt. Ich hoffe, ich erhalte in den kommenden Wochen die Gelegenheit, diese Organismen näher zu untersuchen. Dennoch, der eigentliche Grund meiner Anwesenheit, die Untersuchung des Genus
Rückakufile darf nicht vernachlässigt werden. Ich. Ah, endlich, Schreibpapier. Schraub mich an, hier sitze ich nun und kritzle, was mir gerade so in den Sinn kommt. Aha, was ist das überhaupt für ein Schmierzettel? Eine Art Forschungsbericht? Egal, Papier ist Papier. Endlich kann ich schriftlich festhalten, wie es unten vor sich geht. Seit nun, schätze ich seit einem Jahr. Es muss mittlerweile Ende 2001 sein. Hm. Frag mich, wie dieses Jahr Weihnachten war. Egal, wenn es zu müde weiter zu schreiben, ich ruhe mich ein wenig aus. Hat sich Fred den Zettel geholt? Professor, gesammelte Proben. Was? Das Sammeln ging einfach vor. Warte mal, ist ja schizophren. Hört mal. Fucking multiple Persönlichkeit. Gesammelte Proben. Das Sammeln ging einfach verstanden als erwartet. Das Einrichten der Wurmfallen war ein Kinderspiel. Es war sogar noch schwieriger, die Textexemplare vor Start des Experiments von den Fallen fernzuhalten, als sie anzulocken. Die gefangenen Exemplare sind allesamt von gesundem Wuchs, sogar ein wenig größer als alle bisher untersuchten, was wohl an den fehlenden natürlichen Verhalten hier unten liegt. Zu den gesammelten Exemplaren zählen 3 ausgewachsene Exemplare in künstlicher Zuchtumgebung, 2 Larven, tot. Ich. Hm. Ich bin schon seit 2 Tagen hier unten und wollte eigentlich jeden Tag einen kleinen Bericht niederschreiben. Bisher war ich jedoch damit beschäftigt, meine Umgebung abzusichern. Ich habe ein paar der Ausrüstungsgegenstände aus der alten Mine benutzt, um mich hier zu verbarrikadieren. Das sollte mir einige Zeit Ruhe bescheren. Ich hatte bisher wohl großes Glück gehabt, noch bin ich am Leben. Seitdem ich die Zuflucht vor 4 Tagen verlassen hatte, jagte ich wie ein Verrückter hier durch die Gänge. Versteht mich nicht falsch, nach dem, was die dort mit mir angestellt haben, versuche ich heute mein Glück lieber auf eigene Faust. Nach einem Jahr des harten Überlebenskampfes, wir hatten sowieso nie wirklich eine reelle Chance. Ich habe keine Ahnung, wie viele von meinen Kameraden jetzt noch am Leben sind. Aber diese Aufzeichnungen hier, die kommen gerade recht. Vielleicht helfen sie mir, diese Viecher zu bekämpfen. Dieser Fels, mit dem ich mich bisher vor 4 verfolgt haben. Ich habe keine Ahnung, wie sie von meinem Eintreffen hier wissen konnten oder wie sie meine Spur in absoluter Dunkelheit verfolgten. Aber vielleicht helfen mir diese Aufzeichnungen dabei, dies herauszufinden. Ich habe auch einige alte Zeitungsausschnitte gefunden, die sich auf die Mine hier beziehen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Mine so alt und so groß ist. Jetzt verstehe ich auch, weshalb sie die Einrichtung hier unten gebaut haben. So viel Geschichte liegt hier unten begraben. Ich mache mir Sorgen. All unsere Hoffnung lag auf einem der Wissenschaftler, der zu Beginn dieser ganzen Misere entkommen konnte. Hm. Er floh, als das Chaos hier ausbrach und wir dachten, in diesem drunter und drüber würde ihm die Flucht gelingen. Die Pflicht. Aber vielleicht teilt er nun dasselbe Schicksal mit mir. Ich muss unbedingt aufzeichnen, was hier unten vor sich geht, um die restliche Welt davon zu informieren und sie zu warnen. Niemand darf diesem Schrecken, der hier unten losgelassen wurde, mehr zum Opfer fallen. Aber erst einmal sollte ich mich um mich selbst sorgen, einen Weg herausfinden und in Erfahrung bringen, wie ich diese Würmer töten kann. Ja, leck mir am Arsch. Die Bibel 2. Professor, Untersuchung. Die Kreaturen sind in der Tat größer als alle bisher untersuchten Exemplare. Die Jungtiere sind doch im Wachstum. Sind doch jetzt schon größer als ihre Altersgenossen aus in anderen Brutstätten. Okay. Die erwachsenen Exemplare scheinen mittlerweile jedoch ausgewachsen. Ich bin gespannt, ob neben dem Wachstum auch die Lebenserwartung dieser Spezies erhöht ist. Die Würmer scheinen sich bei der Orientierung in ihrer Umgebung auf 3 Sinne zu verlassen. Geschmack, Geruch und einem extrem empfindlichen Tastsinn, dass sie sogar die leichtesten Erschütterungen wahrnehmen lässt. So wie wir Menschen mit unseren Augen Licht wahrnehmen, so nehmen die Würmer Erschütterungen im Felsen wahr. Zu ihrer natürlichen Beute zählen alle Insekten, die kleiner sind als sie selbst. Bei der Jagd und für die Opfer gehen die Würmer mit äußerster Effizienz vor, getrieben von einem regelrechten Killerinstinkt. Na supi. Ich, ehrlich total falsch, die haben gar keinen Geruchssinn. Heute habe ich versucht, einen mit einem stark riechenden Gebräu abzulenken, ohne Wirkung. Auf Erschütterungen reagieren die Biss jedoch in der Tat, was auch erklären würde, weshalb sie sich so gut in der Dunkelheit orientieren können. Die Lebensspanne von den größeren Exemplaren liegt bei derzeit 3 Tagen oder länger, denn noch warte ich darauf, dass das von mir beobachtete Biest das Zeitliche segnet. Ich höre es nämlich immer noch hinter der Mauer. Als Vorsichtsmaßnahme habe ich mich in dem kleineren Schreibzimmer eingeschlossen, das mit dem Hauptlabor verbunden ist. Sollte einer dieser Würmer durch die Mauer brechen, bezweifle ich, dass diese Tür ihn aufhalten wird. Aber immer noch besser, als gar keinen Schutz zu haben, oder zwar nicht? Hat sich da jetzt Fred den Zettel genommen und immer unter diesem Professorbericht geschrieben?
bisschen verwirrend. Ergebnisse. Diese Unzahl des Genus Ryacophila zeichnet sich jeweils durch eine extrem hohe Anpassungsfähigkeit an seine jeweilige Umgebung aus. Sollte diese Unzahl auf der Erdoberfläche freigesetzt werden, so wird sie im Laufe von nur wenigen Wochen die existierenden Felshumarten ausrotten und sich bis zu dem Grad vermehren, nachdem ihre natürliche Beute nicht mehr ausreicht, um ihren Fortbestand zu sichern. Betrachtet man die erhöhte Größe und Lebenserwartung, so könnte der Wurm unter oben beschriebenen Umständen in den nächsten 3 bis 4.000 Jahren um weitere 10 cm wachsen und somit eine Gesamtlänge von 30 cm erreichen. Wie lange ist dann der schon am Leben, der unten ist? Wie lange gibt es die Rasse da schon? Sollten sich die Umstände zugunsten der Würmer ändern, so könnte deren physische Evolution weitaus schneller ablaufen. Ja, ich glaube, die haben ein bisschen Tschernobyl-Zeug gefressen. Der fünfte Tag, ich könnte spüren, die Biester haben mich umzingelt. Ich kann nicht sagen, ob sie bereits meine Barrikaden durchbrochen haben, aber ich bin mir fast sicher, dass sie sich meinem Aufenthaltsort nähern. Es sieht schlecht für mich aus. Ich hoffe, meine Aufzeichnungen helfen dabei, eine weitere Ausbreitung dieser Seuche zu verhindern oder sie gar vollständig auszumerzen. Aber was mache ich mir für Illusionen? Es wird niemand so tief in diesen Komplex vordringen, geschweige denn hier lebend wieder herausfinden, um die Welt vor den Monstern zu warnen. Warum also das Ganze? Keine Ahnung. Das Einzige, das ich mit Sicherheit sagen kann, lieber nehme ich mir selbst das Leben, als zwischen den Kiefern dieser Monster zu sterben. Ich habe mir bereits einen Strick zurechtgelegt. Diese Viecher mögen sich vielleicht von meiner Leiche ernähren, aber lebend werden sie mich nicht kriegen. Okay, das ist also Red. Da referiert es auf uns, dass wir hier vorgedrungen sind. Er hilft uns also nur, dass wir hier die Welt warnen können. Und er ist... Anscheinend hat er davon abgeraten. Abgesehen. Sich umzubringen. Schnecken und was für diesen Viecher, Igitt. All diese Schränke sind beschädigt. Irgendwas hat hier seine Wut freilaufen. Okay. Ein künstlich angelegter Lebensraum für diese Viecher. Scheint schon ziemlich lange tot zu sein. Ich kann gut nachvollziehen, wie sie sich gefühlt haben müssen. Ja, ich habe jetzt aber kein Mitleid mit denen. Was auch immer hier passiert sein mag, jemand muss große Schmerzen ausgestanden haben. Oh boy. Es gibt nur wenige Kreaturen auf der Erde, die so viel grünes Blut in sich tragen. Aber ich schätze, dass Glattechsen hier unten eher eine Seltenheit darstellen. Zu Hause hätte sich der Mama-Wurm gerecht für die Kleinen, die hier gefangen waren. Dann schauen wir, ob wir das Licht anmachen können. Hier ist lauter gekritzt, dass jemand mit ultravioletter Tinte an die Wand geschrieben hat. Definitiv das Werk eines kranken Hirns. Red, was hast du hier gemacht? Stop, Blood, Darkness. Head is. Was? No light. Dark, alone. They left me. Blood, lonely. Is deep. Flash. Oh Mann, oh Mann. Aber was nützt mir das jetzt? Dass ich hier das Licht habe. Verstehe das nicht ganz. Kein Zeitungsbericht habe ich hier keinen mehr, glaube ich. Den ich irgendwie übersehen habe. Hast du hier vielleicht einen Code hingeschrieben, Red? Etwas verdammt groß ist die Wand hier durchbrochen, überall ist Blut und Schleim. Okay.
Ich habe jetzt hier aktuell nichts, was ich tun kann. Ich save mal. Ein Augenzeuge, ein Mann ohne Namen. Er ist es, der das Tor zur Hölle öffnet. Mit einem Grinsen auf dem Gesicht schaut er zu, wie die anderen Männer verschwinden und dreht sich langsam um. Vater hält immer noch etwas in seinen Händen. Die sind... Das bin ich? Ich bin in diesem Behälter. Und gleichzeitig doch draußen. Ich kann einen klaren, keinen klaren Gedanken mehr fassen. Hilfe, Alter. Okay. Dann gehe ich mal raus. Wenn ich darf. Wir haben ja noch was zu erkunden. Gucken wir uns mal auf der Map um. Hoffentlich darf ich die Map auch lesen. Einen Hund habe ich ja, glaube ich, getötet letztes Mal, ne? Da oben bin ich, schaff 12, da komme ich jetzt raus. Section C waren wir schon, ich muss zur Refinery gehen, oder? Oder war ich da schon? Runter, den ersten Gang links nehmen. Runter. Fuck. Weg! Das ist nicht gut. Einer muss tot sein. Er ist tot. Oh. Hat so den ganzen Dynamit verbraucht, aber egal, dafür ist er ja da. Beide sind tot, okay, super. Hier sind ja wieder drei Hunde, wir wissen es so eh. Okay, also ich bin sicher, ich bin letztes Mal bei der Refinery reingegangen, weil Schacht 12 hier verschlossen war von hinten. Deswegen... Ja, ich bin sicher, bei der Refinery waren wir. Das war die ganze Fabrik. Dann gehen wir jetzt zur Schacht 13. Und da gehen wir jetzt komplett bis zur Wand und dann einmal links. Und dann runter bis zur Wand links. Und dann die zweite links. Runter bis zur Wand. Links. Genau. Da waren wir schon drin bei der Refinery. Jerky habe ich auch schon komplett verworfen.
Stimmt das jetzt? Ich glaube schon, hier war ich nämlich noch nicht. Okay. Schaft 13. Diese Felsen sehen locker aus. Ich kann versuchen, sie zu bewegen, aber dann werde ich höchstwahrscheinlich unter ihnen begraben werden. Das ist nicht so toll irgendwie. Noch mehr von diesem Tunnel. Ich habe mich hier besser nicht zu lange auf. Oh Mann, hier sind wieder Spinnen. Ich höre es doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ich hab mich ja völlig verlaufen. Wow! Krass, wie hab ich mich so verlaufen? Wie sehe ich im Kreis? Ja, I guess links ist dann richtig. Mein Gott. Schluss jetzt! Boah! Hör auf! Weiterer Höhleneinsturz. Verdammt, es hätte der Weg zurück zur Oberfläche sein können. Zahlreiche Spinte. Vielleicht finde ich dort was Nützliches. Vielleicht aber auch nicht. Dürrefleisch. Leerer Zettel. Ein Stück Papier unbeschrieben und mit ein paar Spritzern Schmutz befleckt. Die Rohre sind trocken, diese ganze Sorte hier ist tot und das aufgefangene Wasser ist in der Nuance brauner, als es sein sollte. Ein Umkleiderraum. Ich muss mich wohl dem Eingang der Mine ändern. Nähern. Wie viele Leute hier wohl gearbeitet haben und wie viele hier unten gestorben sind. Okay, pass auf, ich lese das, wo es leise ist. Letzte Worte des Minenarbeiters.
Nice. Hier komme ich wieder raus. Ach, das wollen die von mir. Ja. Das wolltet ihr, okay. I see. Okay, dann lesen wir das mal. Letzte Worte des Minenarbeiters. 24. Februar 1972. Ich schreibe diese Zahlen mit dem Wissen, dass sie gleichzeitig auch mein Testament darstellen werden. Drei andere Minenarbeiter und ich wurden knapp unterhalb des Hauptschachtes eingeschlossen. Drei Tage lang sitzen wir hier schon fest. Und zumindest vermuten wir, dass es mittlerweile drei Tage sind, denn ohne Sonnenlicht und unser Wassermangel lässt sich das nur schwer abschätzen. Das Einzige, das uns noch am Leben hält, ist der Gedanke an das bald hier eintreffende Rettungsteam. Gott, waren wir zu Beginn unserer Misere zuversichtlich. Doch die Zuversicht schwindet allmählich. Renton war der Erste, der durchdrehte. Bereits in der ersten Nacht. Wir lagen alle ruhig da und versuchten zu schlafen, trotz seines andauernden Heulens und Schluchzens. Dabei war Renton zu diesem Zeitpunkt derjenige, der unsere Situation noch am realistischsten bewertete. Unsere Chance auf Verletzung wurde von Stunde zu Stunde geringer. Seitdem hat Renton nicht viel geredet, aber seine Verzweiflung griff schnell auf uns andere über und fraß sich tief in uns hinein wie unheilbarer Krebs. Wir waren solche Idioten, den Anweisungen des Vorarbeiters keine Beachtung zu schenken. Dafür musste er letztendlich mit dem Leben bezahlen. Als er damit begann, ein Nieder zur Sicherheitsschlösser zu installieren, dachten wir, er ist übergeschnappt. Weshalb sollten wir unten Sicherheitsschlösser brauchen? Wir sind doch die einzigen hier unten. Er teilte uns allen Zettel mit dem entsprechenden Code aus und wir mussten ihm versprechen, diese sicher aufzubewahren. Okay. Mein Zettel liegt seitdem in meinem Spind. Ich musste ihn nur einmal benutzen. Nun, dort ist er jedenfalls sicher. Er fragte uns den Vorarbeiter daraufhin, vor wem wir den Kopf verstecken sollten, aber an Antwort blieb er uns bis zuletzt schuldig. Eine nervige Angelegenheit war das. Ich musste heute Morgen den langen Weg in das Büro dieses verrückten Biologen zurücklegen, nur um den Code für Sektion B zu kommen. Er wusste mit Sicherheit, dass mit diesem Minen irgendwas nicht stimmte. Plötzlich fingen einige der Jungs an, sich seltsam zu verhalten. Sie wurden mit dem nächsten Schiff in die Psychiatrie verfrachtet. Diese Glückspilze. Aber unter ihnen war niemand, den ich gut kannte, jedenfalls nicht bis vor drei Tagen. Wir waren im Lagerraum für Chemikalien, als einer meiner Kollegen plötzlich aus heiterem Himmel anfing zu schreien. Es war kein normales Schreien, es klang sehr seltsam, beinahe unmenschlich. Dann fing er an, wild um sich zu schlagen, um herstehende Personen zu verletzen und Ausrüstung zu zertrümmern. Endlich konnten wir ihn bewältigen und zur Ruhe bringen. Als wir ihn wieder losließen, verhielt er sich völlig ruhig. Er wirkte ein wenig durch den Wind, aber ansonsten normal. Nur in seinem Blick werde ich mich wohl bis ans Ende meiner Tage erinnern. Seine Pupillen waren extrem geweitet, seine Augen wirkten fast vollständig schwarz. Plötzlich, als man meinen Schalter in ihn umgelegt hätte, begann er wieder auszuflippen, schnappte sich eines der herumliegenden Sprengstoffpäckchen und rannte auf den Vorarbeiter zu. Wir wussten genau, was er vorhat, und rannten um unser Leben. Fünf von uns schafften es noch in den angrenzenden Schacht, doch nur vier überlebten die anschließende Explosion. Der Aufzugsschacht und sein einziger Fluchtweg stürzte durch die Erschütterung ein. Gott weiß, wie viele von den restlichen Jungs noch dort unten sind. Aber doch immer schaudert es mich, wenn ich an diese Augen denke. Sie starrten mich an. Mich, einzig und allein mich. Miles Stetton. Sein Zettel war im Spind, den haben wir mitgenommen. Leider Gottes liegen meine Freunde jetzt irgendwo in deiner Nähe. Ein Freund in der Not ist ein wahrer Freund. Aber ein toter Freund ist schlechte Gesellschaft. Mögen sie alle in Unfrieden. Okay. Meine Güte, Sonne kommt hier rein. Die Sonne darf hier nicht rein, sonst seht ihr ein bisschen gekrisselt. Beim Greenscreen, es tut mir leid, falls es ein bisschen krisselt. Okay. Also, Lehrerzettel. Wir waren aber schon in diesem Raum mit dem ultravioletten Licht. Wir wissen, was zu tun ist. Würde ich jetzt vermuten, dass wir nochmal in den Raum gehen müssen, um das lesen zu können. Auch das Geflüster, Alter.
So, jetzt suchen wir uns schnell den Weg. Oh Gott. Rechts, links, rechts und immer nach oben laufen. Rechts, links, rechts, immer nach oben. Rechts. Links. Rechts. Jetzt immer geradeaus. Genau. Die Hunde hier sind tot. At least they should be. Okay. Dieses Mal waren die Rätsel nicht im Uhrzeigersinn versteckt. Aha, mit Hilfe des UV-Lichts wird auf dem Lämpchen bei IP eine Nachricht sichtbar. Da steht geschrieben, Passwort 1371. 1371, okay. Let's go. Dann werde ich mich von dir gewöhnen. What the fuck ist das denn? Zeitungsausschnitt KNR2. Wie viele Leute haben denn diese Notiz gefunden, frage ich mich. Die ist ja absolut versteckt. KNR am Montag, 7. Juni 1993. Landeinbruch in nordwestlicher Gebirgsregion. In der Folge wird wieder ein bisschen viel gelesen, es tut mir leid. Immerhin kommen wir voran. Seismologen haben gestern berichtet, dass es eine kleine Region der Tundra, ungefähr 100 Quadratmeter, in einen Hohlraum unterhalb der Oberfläche der Schneelandschaft abgesackt ist. Das Land war glücklicherweise unbewohnt. Besagter Abschnitt ist Teil der nordwestlichen Gebirgsregion und der Einsturz wurde zufälligerweise registriert, da er zu einem Zeitpunkt stattfand, in dem ein seismisches Forscherteam der Region einen alljährlichen Besuch abstattete. Experten gehen davon aus, dass dem Einsturz natürliche Ursachen zugrunde liegen. Als weitere Ursache könnte allerdings auch die nahegelegene Mine herhalten, in der es nach Jahren der Inaktivität vielleicht zu weiteren Einbrüchen gekommen ist, die das Land oberhalb beeinflusst haben könnten. Diese Möglichkeit wird jedoch als sehr unwahrscheinlich eingestuft, da ohne menschlichen Einfluss ein Einsturz in diesem Ausmaß wissenschaftlich betrachtet nicht möglich sei, so die Expertenmeinung. Ja gut, dann wurde es mit dem Sprengsatz gemacht. Wow, hier war das versteckt. Also wer pfiff. Gut, man sieht es hier schon ein bisschen, aber... Wow, Mann. Gut, dann... Beim Rausgehen rechts halten und wieder zum Sektor C runter. Haben wir jetzt den Schraubenzieher eigentlich einmal gebraucht? Wisst ihr das? Ja, für die Tür, genau. Für den Schlüssel bei der Tür. Aber wir haben das Zeug immer noch, ne? Darf man nicht vergessen. So, weh, du bist jetzt hier hingetravelt, du Scheißköte. Ah. Mann. Zweiter Gang rechts. Eins. Zwei. Okay. Progress. So. Oh nee. Ich dachte, hier wäre Progress. Oh mein Gott. Eine Art Sammelbehälter.
Sehr weit kannst du nicht sein. Ich bin hinter einer Steinmauer im Nordosten der Mine eingekerkert. Wie in jedem Drama gibt es viele Rollen zu spielen. Du musst den tränkemischenden Wissenschaftler mimen und den Abtrünnigen der Akte der Zerstörung planen. Auf der Suche nach den Werkzeugen, mit deren Hilfe du mich befreien wirst, stößt du eventuell auf den Ort meines letzten Mahls. Sei vorsichtig, denn die glänzende Wasseroberfläche ist nicht so fest, wie sie aussieht. Der arme Red wurde fast von ihr verschluckt. Die zwei törichten Männer, die in meinen Bereich gestürzt sind, sind längst fort, aber nicht dorthin, woher sie kamen. Es gab damals reichlich Zweibeinerfleisch, aber Red versichert dir, dass der Schmaus erst begann, als die Männer stechend zu riechen begonnen hatten, der Gestank des Lebens vergangen war und nur der süße Verwesungsduft blieb. Section B, wir kommen jetzt hier rein. Dann gehen wir erstmal in den Lake rein, oder? Lake Utsukao. Oder wir gehen rechts rum. Weil zuerst war es ja links rum. Ne, komm, wir gehen mal zuerst in den Lake rein. Was soll's. Ich muss für diesen Drecksköter nicht weg. Lake Utsukao. Oh Mann. Ich glaube nicht, weil wenn der sagt glänzende Oberfläche und verschluckt, dann ist der zugefroren. Wir gehen jetzt erstmal zu Section B, B, was? Hier kann man rein. Was ist denn das für eine Tür da oben? Okay, pass auf, wir gehen den ersten Gang rechts. Und dann nochmal rechts. Ich komme dann nochmal durch eine Tür rein? Okay. Gar kein Plan, was hier abgeht. Bitte, was? Ah, okay. Ich wusste nicht, dass da zwei Zugänge waren. Dann gehen wir jetzt in den Incinerator. Was? Ah! Außerhalb der Map. Das gefällt mir gar nicht. Aber immerhin hängt sie alle 2 Meter in der Map, das gefällt mir schon. Sie klemmt, aber die schmale Lücke gewährt mir die Möglichkeit, sie aufzustemmen. Nein. Okay, Brecheisen. I see. Dann gehen wir. Okay, wir halten uns immer rechts, dann kommen wir in den Chemical Storage. Rechts. Nein! Auf der anderen Seite verschlossen, das gibt's doch nicht. Was ist
denn ja noch alles zu? Ich muss dahin, ne? Ich darf mal wo rein. Ist auch ein Storage oder was? Oh nein. Oh mein Gott. Ich krieg's in der Panik. Ja, ich hab's kapiert. Oh mein Gott. Oh nein. Ich hab aus dem Spiel rausgetappt. Oh Gott. Ich hatte aus dem Spiel rausgetappt. Oh mein Gott. Oh. Wo konnte ich bitte die Tür versiegeln? Oder war das egal? Du sollst es weglegen, Alter. Oh. Oh, warte mal, das hilft nicht. Mein Verstand kann sich die heldenhaften Leistungen kaum vorstellen, die du jetzt vollbringen musst, um den alten Red zu retten. Ich bin jetzt ganz nah und warte darauf, dass du die Mauern meines Verlieses sprengst und mich von der Mühsal des Irdischen befreist. Ach du Scheiße, Alter. Ich bin so erschrocken. Da war es so schnell bei dem Arsch drin, diese kacke Wurm, Alter. Oh mein Gott. Oh. Genial. So, endlich mal wieder ein bisschen Ruhe, Mann. Kann man wieder lesen, bitte? Chemikalie. C. Oh nein. Oh no, ich will nicht mixen, Alter. Get the fuck out of here. Ich kenne mich absolut nur mit Chemie aus und sonstigen Mischrätseln. Bei Song of Horror gab es ein Mischrätsel. Ich hasse das, Mann. Chemikalie. Schauen wir mal, ob wir alles finden. Danach können wir ja zumindest nur noch zum Lake gehen. Sprich, wir haben wenigstens jeden anderen Ort schon mal ausgeschlossen. Oh boy. Leuchtsignal. Oh Mann.
Dörrfleisch. Iron Mineshaft. So, wir haben 1, 2, 3, 5, okay. B, C, D, E, F. Uns fehlt noch A. A, B, C, D, F. Ja. So. Magnesium, Calcium, Barium, Chlorid, Phosphor und Natrium. Nicht vergessen, bitte Alkohol durch Zellophan frisch erhalten. Okay, ich habe alle 6 Chemikalien, die im Rezept drin sind. Schön. Ich habe keine Ahnung, wie ich es mischen muss. Ich kenne mich auch mit den Buchstaben gar nicht aus bei Chemie, wirklich absolut nicht. Ich bin absolut plepp. Na gut. Es scheint so, als ob mit dem Artefakt eine Kopie von mir steckt. Nein, gleich mehrere Kopien, aber keine besonders guten. I see. Oha, Chemicals. Oh oh. Kann ich euch mixen? Ich komme hier immer noch nicht in den Incinerator rein. Und jetzt muss ich ja wieder zum Lake runter. Oh Mann. Chemical Storage, weil ich Incinerate. Ach so, das sind zwei Türen jeweils, genau. Dann muss ich bloß die Incinerator-Tür noch aufschmeißen. Dann gehe ich mal zum Lake Utokao, oder? Lake Utokao. Lake Utokao, okay. Komplett umdrehen, nach unten laufen. Rechts, links. Licht ausmachen. Bett nach unten laufen. Ich hab sogar meinen Monitor angespuckt. Rechts. Links. Ab zu Lake Utokao. Okay, ist das hier ein Dranbau oder was? Okay, der hat keinen Hunger auf Fleisch gehabt, der Hund. Irgendwas sagt mir, dass ich den Ort auch noch erkunden sollte, der da markiert ist, ha? Wo ja dieses Überlake Utokao. Aber ich möchte da noch hinschauen. Also dann bei der Kreuzung gleich links gehen. Ich möchte mir das noch anschauen. Da ganz hinten. Ist so prominent beleuchtet. Eine Art Sammelbehälter. Ne, hier ist nichts mehr. Na gut. Okay. Also, meine Vermutung ist, dass der zugeeist ist. Oh, nicht wieder Spinnen. Oh, warte mal, hier ist richtig Eis-Vibe.
Dachte schon, weil in Grönland ein See wäre irgendwie ein bisschen komisch. Der nicht zugefroren ist. Oh, shitty. Okay. Wow. Na, ich bin etwas, das ist jünger ist als ich. Vielleicht hilft mir dieser Rucksack rauszufinden, was unten vor sich geht. Letzte Wille von Joe Freeman. 10. Oktober 2000. Ich, Joe Freeman, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, mache ich hiermit all meine Besitztümer meiner Schwester May. Möge sie meinen Nachlass nach bestem Wissen und Gewissen verwalten. Es ist besser, jung zu sterben, als niemals richtig gelebt zu haben, sagten wir uns früher immer. Nun sieht es wohl so aus, als ob sich unsere Devise bewahrheitet. Ich bin kein Überlebensspezialist wie mein Freund John O., aber ich weiß trotzdem, dass meine Situation ausweglos ist und ich nicht mehr lange durchhalten werde. Mein linkes Bein ist an mindestens 3 Stellen gebrochen, mein Becken scheint auch zerschmettert zu sein. Vor 3 Stunden, nachdem wir unser Lager aufgeschlagen hatten, machte sich John O. auf den Weg, um Brennholz für unser Lagerfeuer zu suchen. Als er zurückkam, schien er sehr aufgeregt zu sein. Ich konnte mir darauf keinen Reim machen. Oh mein Gott, ich hätte die Zeichen viel früher erkennen müssen. Kurz darauf änderte sich sein Verhalten erneut. Als ich mich kurz umdrehte, sprang er mich an, riss mich zu Boden und drückte mein Gesicht in den Schnee, um mich zu ersticken. Ich hatte keine Ahnung, warum John O. sich plötzlich so verhielt. Glücklicherweise gab der Boden uns als Nachhall und wir stürzten tief. Ich landete auf hartem Eis und versuchte auf allen Vieren auf einen weniger rutschigen Untergrund zu gelangen. Adrenalin schoss durch meine Adern, den Schmerz meiner gebrochenen Knochen bemerkte ich zu diesem Zeitpunkt kaum. Ich wollte nur fliehen, fliehen vor John O. und nicht im eiskalten Wasser unter mir sterben. Wenn man in einen zugefrorenen See stürzt, dann ertrinkt man nicht gleich oder erfriert in Sekunden, nein, der ganze Körper wird langsam von der Kälte gelähmt. Deine Instinkte, dein Überlebenswillen befehlen dir zu schwimmen, aber dein Körper verweigert dir jede Bewegung. Du gleitest langsam unter die Eisoberfläche, den letzten Atemzug noch in den Lungen. Aber trinken wirst du nicht sofort, denn dein Körper fährt sämtliche Funktionen auf Sparflamme runter, um dich so lange wie möglich am Leben zu halten. In diesem Zustand kannst du noch für eine ganze Stunde verharren, während du die ganze Zeit über bewusst bist, dass du stirbst. Langsam, ganz langsam stirbst. Was, eine Stunde? Nun liege ich hier, meine durchnässte Kleidung gefriert langsam und ich kann mich kaum noch bewegen. John O. liegt auf der anderen Seite des Sees. Trotz des Vorfalls mache ich mir Sorgen um ihn. Wie es scheint, ist sein Arm ausgerenkt und sein Schulterblatt sowie sein Handgelenk sind gebrochen. Ich verstehe nicht, was er vor sich hinmurmelt, wenn er das Eis auf Festigkeit mit dem Brecheisen aus seinem Rucksack beprüft. Keine Ahnung, wie er die Schmerzen erträgt und was ihm solch eine Kraft verleiht. Irgendetwas Seltsames geschah mit ihm, so viel ist jedenfalls sicher. Zum Glück kann er nicht auf meine Seite des Sees gelangen, das Eis wird ihn nicht tragen. Wenn er sein Gewicht gut verteilen und sich auf allen Vieren bewegen will, dann könnte es ihm eventuell gelingen, aber auf diesen Gedanken scheint er Gott sei Dank nicht zu kommen. Ich habe mich zwischenzeitlich mit Medikamenten ausgepumpt, um die Schmerzen zu ertragen. Eine letzte Dose mit Schmerzmitteln trage ich noch bei mir, wenn ich die auf einmal schlucke, dann ist sie kurze Zeit aus mit mir. Besser das Ganze schnell beenden, als sich stundenlang zu quälen. Lieber sterbe ich im Dämmerzustand, als bevor dem Bewusstsein zu verbluten oder zu erfrieren. Okay, hat er anscheinend gemacht. Nutzlos, ja, nicht völlig nutzlos. Altes Lichtsignal und ein Schmerzmittel kann ich noch gebrauchen, okay. I see. Diese Kiste steht wahrscheinlich auch nicht umsonst da. Holy shit, Alter. Also egal was hier unten ist, die Leute werden einfach verrückt und drehen völlig durch. Alle drehen mit der Zeit am Rad. Ein alter Verschlag. Wer weiß, wie alt er ist, wenn er es letztes genutzt hat. Ich wäre froh, wenn ich niemals wieder eines dieser Dinger zu Gesicht bekäme. Sie machen mir Angst. Es fühlt sich an, als ob ich jedes Mal ein Teil von mir dort drin zurücklasse, wenn ich mich ihnen nähere. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt hier
wenn ich recht stabil ist, will ich mich sicher nicht aufs Eis begeben. Ich habe 20 Leuchtfackeln. Oh. Okay. Okay. Da steckt irgendwas drin. Oh Gott. Ein Brecheisen. Der die Notiz geschrieben hat, hieß fucking Joe Freeman. Natürlich ist dann hier noch ein... Ah, meine Fresse. Dieser Handschuh schaut ziemlich modern aus. Ich hoffe, da steckt nicht immer noch eine Hand drin. Hier unten muss man mit allem rechnen. Hat er sich doch umgebracht? Ich bin nicht stark genug, um das Brecher aus seiner toten, gefrorenen Hand zu ziehen. Wir haben noch einen Bolzenschneider. Okay, eine Säge, wenn dann. Okay, jetzt können wir in den Incinerator rein. Ich weiß aber noch nicht, wo wir die Chemikalien mischen müssen. Okay. Immerhin können wir hierüber wieder zurückjumpen. Oder auch nicht, weil wir absolut dumm sind und sterben. Immerhin kommen Checkpoints. Ach, das ist so, ja. Ich war wohl zu lange auf dem Eis insgesamt. Okay. Got it. Gut, dann müssen wir dann noch ganz oben laufen. Naja, wieder rechts raus zu der Tür. Na, wir finden schon wieder hin. Das sind überall Maps, hier muss ich mir gar keinen langen Weg merken. Es ist nur sehr dunkel. Rechts, links, rechts, links. Rechts. Links. Ah, du Wichser! Verflucht seist du! Hä? Achso.
Wollte sie noch treffen, aber dann war er wieder zu weit hinten. Okay, du gehst hier. Ich hatte jetzt gerade keine Kiste, die ich gesehen hätte. Ich könnte auch gleich mal quick saven. Rechts. Links. Okay. Wo bleibst du, mein Ritter ohne Furcht und Tadel? Hast du es tatsächlich so weit geschafft? Ich warte voller Ungeduld in meinem Gefängnis. Vielleicht haben mir die Götter wieder einen Streich gespielt und mich zu weiteren Jahren an diesem Ort des ewigen Dämmerlichts verurteilt. Aber vielleicht hat mein schlechter Rat dir ein Ende bereitet. Stehst du an der Pforte des Todes? Bitte lass den armen Red nicht wieder ganz allein wie all die anderen. Oh, das muss die Höhle sein, in der Red eingeschlossen ist. Ich muss ja das finden, wo ich den Weg freiräumen kann. Ich habe es gerade entdeckt, dass den Weg zu Red blockiert. Ich muss mir das einfallen lassen. Red hat die Lücken mit hölzernen Planken abgedeckt. Okay, wow. Was sind das für Minen? Ich meine, schaut euch das an. Aber es hat eine moderne Belüftung. I see. Okay, hier haben wir die Ausrüstung dafür. Jetzt geht das Gemisch hier los. Dieser Raum ist perfekt geeignet, um einen Weg herumzupanschen. Das Buch mit den Sprengstoffrezepten wird mir sicher gute Dienste leisten. Ach so. Leere Regale. Ach, das große Buch der Sprengstoffe quasi. Was wäre passiert, hätten wir das nicht aufgesammelt, frage ich mich. Der Abfluss ist mit einem chemischen Rückstand verstopft. Eine Lunte. Ein Glasbehälter. Wir brauchen irgendwas Explosives mit dem Zeug, das wir haben. Ups. Okay, ich habe den neuen Text nicht gelesen. Sorry. Aber gut. Ja gut, vielleicht kann ich diesen Bunsenbrenner für Herstellung benutzen. Ja, stellen wir das mal hin. Oh Mann. CFBEDA. Ungedeckte Stapine. Ne, ich brauche keine Lunte. Dynamit. Den haben wir hergestellt, oder? Ne. Ne, das hat Trini, Trutolol. Sollen wir eine Armstrong-Mischung? Rotes Phosphat und Barium. Dynamit. Oh boy, wie soll ich denn das jetzt?
Dieselgur, Nitroglycerin, Natriumcarbonat. Okay, das ist ja behindert. Wie viele soll ich denn davon reintun? Ach, ein Behältnis, um die zu mischen, brauchen wir auch noch. Oh Gott, habe ich jetzt irgendwie ein Gefäß nicht dabei oder was? Ich glaube, ich habe kein richtiges Gefäß. Kann nichts reinstellen. Glasbecher. Oh mein Gott. Es kann also gut sein, dass wir im Chemical Storage was übersehen haben. Sonst wüsste ich nämlich nicht, wo noch ein Behältnis steht. Schöne Scheiße. Ich hab hier sonst nämlich nichts. Gut, es ist ja nicht weit weg. Gehen wir nochmal in den Chemical Storage. Genau. Komplett rechts halten. Es dürfte kein großes Problem sein. Aber die gehen halt wieder direkt im Weg hier rum. Gut, ihr hattet schon gesagt, ich habe alle 6 Chemikalien. Oh, immer noch Dörrfleisch übersehen. Chemikalien haben wir indeed alle 6. Aber wir brauchen immer noch ein Gefäß und hier habe ich keins. Oder bin ich einfach nur blöde? Das Gas wird entzündet, ich brauche ein Gefäß. Vielleicht hätte ich es ja einfach nur anzünden müssen mit dem Feuerzeug. Das fällt mir jetzt ein. Ja, ich hätte das, glaube ich, anzünden müssen, nicht Depp. Weil ich kann mir sonst nicht vorstellen, dass wir das alles hätten. Bei der anderen Storage-Tür kann ich nicht reingehen. Da hat der Wurm ja alles zerstört.
Wieso sollte ich das Feuerzeug sonst noch haben? Gut. What? Okay. Hitbox ein bisschen schwierig. Jetzt lesen wir das nochmal. Vielleicht müssen wir nach Farben arbeiten. Wir haben jetzt hier nicht auch die deutsche Übersetzung. Ein Teil Kieselgur. Ich zeige bloß Barium, weißt du? Totes Phosphat und Barium? Nö. Das wird jetzt richtig behindert, weil ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Kieselgur. Ich weiß nicht, was Kieselgur ist. Ich kann einmal googeln. Live. Ich glaube kaum, dass es das gibt. Um ehrlich zu sein. Kieselgur. Auf Amazon. Siliziumoxid. Aha. Ich muss ja bloß zwei Sachen zusammen mischen, oder? Ich kann einmal forsten, wisst ihr was? Ah. Mit D. A mit E. Das dauert ein bisschen, aber ich kenne mich ja wirklich absolut nicht aus. Dann machen wir weiter mit D und E. D und B. D und F. Okay. Solange ich mich vorsichtig bewege, sollte das Gasgemisch nicht explodieren. Okay. Ja, toll. Und ich muss jetzt hier Jump and Run machen. Schauen wir nochmal ganz kurz nach, was D und F hier eigentlich gewesen wäre. Vielleicht ist es ja Nitroglycerin und Kieselgur gewesen. Nee. Wahrscheinlich Natriumcarbonat und Glycerin. Und Kieselgur wird jetzt zum Bünden hergenommen. Also haben wir, oder rotes Phosphat und Barium. Entweder ist es die Armstrong-Mischung oder Nitroglycerin, was wir jetzt haben. Auf jeden Fall sau empfindlich. Oh mein Gott. Und jetzt? Sand? Oh, Lunte, genau. Oh oh. Oh! Red! Wir kommen!
Red. Holy fuck. Eine Tür noch. Diese Tür ist neuer als all die anderen Tiere. Hiermit hierhin wollte mich Red sicher führen. Ich kann sie nicht aufstimmen, ich brauche eine Art Hebel. Ich muss sie öffnen. Okay, die Folge ist bald zu Ende, aber ich würde sagen, wir schauen uns noch ein bisschen um. Natürlich. Okay, verschlossene Tür. Eieiei, wir müssen hier lang. Bitte nicht wieder mehr Wurm-Action. Hab ich gar keinen Bock drauf. Das hier ist echt sauneu. Ne? Oh. Guten Abend. Du bist tatsächlich gekommen. Es gibt so viel zu sagen, aber mir fehlen die Worte. Du bist gekommen. Du bist so hübsch. Aber ich bin böse gewesen. Die Unterwelt ruft mich schon, also wird eine weitere Missetat wohl wenig ändern. Ich habe dich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierher gelockt. Die Antworten, die du suchst, kann ich dir nicht geben. Du möchtest vielleicht das finden, wonach du suchst, aber es ist eine Fiktion. Du konntest nicht wissen, was hinter dieser riesigen, bleiernen Türöffnung lag, sonst hättest du alles andere in der Welt gesucht. Nein, der Schlüssel bleibt hier drinnen bei mir. Denn das Leben hier, so schrecklich es auch sein mag, ist immer noch besser als das Leben, das dich hinter jenen Türen erwartet. Du wirst einen hervorragenden Ersatz abgeben. Aber du fragst dich bestimmt, warum diese metallene Verbrennungskammer mit der Stimme spricht, die du nur als Red kanntest. Ich bin's, dein Begleiter, der innerhalb wohnt. Ich warte schon so viele Jahre auf diesen Tag. Man lässt mich nicht sterben, man... Teile meines Verstandes gehören mir nicht. Und ich kann mir nicht das Leben nehmen. Das ist gegen die Regeln. Bitte, ich habe so lange Schmerzen gelitten. Ich wollte nur einen Freund. Aber nun ist die Zeit für Plaudereien am Feuer zu Ende. Und hoffentlich bald auch mein Leben. Ich habe so lange an der Pforte des Todes gewartet. Bitte, ich möchte ihn hereinlassen. Incinerator, er will sterben. Instrumente, die Temperatur, Feuchtigkeit und Gas zuvor anzeigen. Dieser sind die Dinger, beinahe wie Fleischerhaken. Versorgungsrohre. Wieso sollte Rip mich dazu bringen, zu töten? Wieso auf diese Art und Weise? Was soll ich tun? Ja, und der gibt uns den Schlüssel, ne? Hier ist ein Kreuz. Hat er gebastelt. Ganz viele sogar. Und er möchte sich nicht selber töten. Okay, ich rede, es tut mir so verdammt leid. Was auch immer dir zugestoßen ist, jetzt hast du es überstanden. Oh Mann. Oh, hallo Red. Asche, alles ist mein einziger Freund, der unten übrig geblieben ist. Oh Red. Und er hat sich die ganze Zeit nicht selber töten können. Weil er wahrscheinlich sehr gläubig ist. Okay. Wir gehen noch in den nächsten neuen Bereich und dann beende ich. Oh shit. Reds Ort hier. Reds Door.
What's beyond red is dead, death, nobody to talk to, poor Lordy. What's... Let me die. Head is hurting, please. Red, das ist mir echt leid. Wenigstens hast du deinen Frieden gefunden. Ja, hat Red wohl gesessen und mich geleitet. Wäre er nicht gewesen, würde ich hier sicher nicht stehen. Warum musst du ja mich verlassen? Ein Briefchen. Vielleicht von ihm selber. Reds missliche Lage. Mein lieber Freund, wie geht es dir? Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich habe jedoch traurige Neuigkeiten für dich. Ein paar Tage zuvor kam es hier in der Mine zu einem Einsturz und Teile der Decke fielen auf mich. Was mir große Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass es um einen abgesperrten Bereich der Mine handelt. Dass es sich darum handelt. Und wahrscheinlich niemand in diesem Abschnitt noch besuchen wird. Sollten sie mich dennoch finden, dann werde ich große Schwierigkeiten bekommen. Aber ich glaube, darüber muss ich mir keine Gedanken machen. Ich werde sicherlich nicht mehr lebend rauskommen. Ich arbeite nun schon seit 3 Wochen hier in der Mine und bin stolz, dass ich meiner Familie das Geld schicken kann, das sie benötigt. Die Arbeit ist hart und du bist der Einzige, der hier bisher nett zu mir war. Naja, du und die ganzen kleinen Krabbelfiecher hier unten, die mir Gesellschaft leisten. Mit den paar Büchern, die ich mit dir hergenommen habe, kann ich mir auch die Zeit gut vertreiben. Shakespeare, Bronte, Nietzsche, eine prima Bettlektüre. Aber nun, da ich hier eingeschlossen bin, fürchte ich, dass ich genug Zeit... haben werde, sie zweimal zu lesen. Ich habe früher mal meine Mutter gefragt, wie lange man ohne Essen überleben kann. Ich habe damals gelesen, dass manche Menschen für mehr als 5 Minuten unter Wasser überleben können und manche wochenlang in der Wüste umherirren, bevor sie gerettet werden. Meine Mutter meinte, dass man nur 3 Minuten unter Luft und 3 Tage unter Wasser auskommen könnte. Ich schätze, das werde ich bald selbst herausfinden. Wenn ich wollte, könnte ich hier unten sicher das Essbares auftreiben. Ich schrieb ja bereits, dass hier eine Menge Krabbelfiecher umherstreuen. Aber momentan betrachte ich sie mehr als meine Freunde und weniger als meine Nahrung. Werde ich wohl zuerst verhungern oder den Verstand verlieren? Klingt beides nicht wirklich lustig, aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich wohl den Wahnsinn vorziehen. Klingt nach einem Abenteuer. Tom Redwood. Red, okay. Minenarbeiter, Dezember 79, 14 Jahre alt. Oh, shit! Was? Hä? 14? Der ist hier mit 14 schon zum Minenarbeiter verdonnert worden, zum Arbeiter. Und hat sein ganzes Leben hier unten verbracht. Wow. Insane. Oh, was hängt hier? Das Ding sieht ungenießbar aus. Vielleicht hat das wohl selbst gefangen und getötet. Der arme Kerl muss kurz vor Verhungern gewesen sein. Okay, das ist der Hund. Einer der Hunde. Hier sind Bücher, die er schon bestimmt 7 Milliarden Mal gelesen hat. Aufgepisst. Es riecht wie verwest. Wir können Red nur drauf schlafen. Das ist sogar ein Buch, das heißt Red. Heilige Scheiße, Mann. Der Arme. Die Ketten an seinen Armen sind unsichtbar. Vater versucht wegzuschauen und doch kann er seinen Blick nicht abwenden. Mit zitternden Händen sammelt er heruntergefallene Dokumente zusammen. Er weiß es. Er weiß, dass es freigelassen wurde. Howard ist der Einzige, der es stoppen kann. Ich wäre froh, wenn ich niemals wieder eines dieser Dinger zu Gesicht bekäme. Sie machen mir Angst. Es fühlt sich an, als ob ich jedes Mal ein Teil von mir dort drin zurücklasse, wenn ich mich ihnen nähere. Okay. Unzählige Bücher. Wo hat Reddy nur alle herbekommen? Seine Bibliothek deckt fast alle Bereiche ab. Angefangen von Überlebensheimbüchern, über die gesammelten Werke Shakespeares, bis hin zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Kein Wunder, dass er so verdreht und in Metaphern gesprochen hat. Tom Redwood, rest in peace. Lol. Dein Mund draufgeklebt. Oh. Ich gebe dem Geruch noch zu urteilen, war das hier sicher seine Toilette. Ich mir wird. Beauty Period und der Auge ist da drauf.
Oh. Kein Wunder, dass er hungrig war. Was für eine miese Henkersmahlzeit. Schnecken. Aber wie ich werde einschätzen, hat er seinen Spaß dran. Armer Red, wie oft hat er seinen Kopf durch diese Schlinge gesteckt und versucht hat, sein Leben ein Ende zu setzen. Ah. Ein Stromkasten. Du sabbert Red hinter dem Regal versteckt. Ja, wir brauchen ja den Hebel. Kein Dokument mehr. Wir müssen ja einen Hebel finden für die Tür. Elektrische Leitung, die vielleicht zur Tür führen. Bolzenschneider. Sehr gut. Schreiten wir durch die Tür. Rest in peace, Bro. Ich brauche eine Art Hebel. Okay, wir brauchen alles nochmal. Während ich den Eingang der unterirdischen Anlage durchschritt, fühlte ich mich seltsam und leer. Ängste, Zweifel, unbeantwortete Fragen, alles war nebensächlich geworden, war verdrängt worden durch das Gefühl, innerlich zerrissen zu sein. Ein Teil von mir starb bei dem Verbrennungsofen gemeinsam mit Red, meinem einzigen Verbündeten, meinem Freund. Seine letzten Worte gaben weitere Rätsel auf und ich konnte seine Schreie immer noch in meinem Kopf hören, das Echo seiner Pein. Ich fühlte mich schuldig für das, was ich getan habe und wusste doch insgeheim, dass es das einzig Richtige war. Ich hätte auf Red hören sollen, hätte meinen Weg nicht fortsetzen dürfen. Würde mir einen Wunsch gewährt, so wäre ich in seiner Stadt in dem Verbrennungsofen gestorben. Der andere Teil von mir jedoch freute sich insgeheim auf das, was ihn auf seiner weiteren Reise erwarten würde. Ich habe mir sicher früher oder später Hinweise auf das Schicksal meines Vaters zu finden. Ein Schicksal, das mit den Ereignissen hier unten unbestreitbar verknüpft war. Ich hatte das Gefühl, dass meine bisherigen Erlebnisse nur ein Vorgeschmack dessen waren, was mich noch erwarten würde. Ich sollte Recht behalten. Okay. Wir stehen vor einer Treppe. Und auch ein Dokument. Willkommen in der Zuflucht. Gegründet 73, erhabene 4, leitende 6, niedere 39, temporäre... Ach, okay, das ist wieder so ein Kult, ne? Erhabene, leitende, niedere. Gesamte Bevölkerung 57. Schlüsselmitglieder, Aufseher Wilbur Frisk, 80 heute, brennen... Stefferson 73 bis 80, okay. Chemiker Neil Oswald, treue Bretonesque, RIP 91. Bauleiter Pierre Petit, 72 bis 79, hä? Ich verstehe gerade nicht, was die Zahlen heißen. Leiter der Xeno-Abteilung TBA, Richard Archbrook. Ausgrabungseinheit TBA, Technikeinheit Darren Gray, Rod Smith. Außenteam MIA. Leiter Benito Carlo, Übersetzer Howard Lafresque. Zuletzt überarbeitet 18. Februar 2000. Ach, weil die alle gestorben sind, oder was? Bitte halten Sie da aus, weil das Papier griffbereit. Okay, jetzt wird es ein bisschen interessanter hier, glaube ich. Aber hier werde ich jetzt safen. Nein, du wirst nicht safen, Vergangenheits-Tiny. Hallo, hier ist gerade der Zukunfts-Tiny nochmal. Beim Editieren. Ich nehme gerade noch hier ein Stückchen weiter auf. Weil... ich bemerkt habe, dass das Spiel gleich vorbei ist. Man sieht es bei anderen Playthroughs, dass hier mal die letzte Folge endet. Ich weiß jetzt nicht, was noch passiert, aber die erste Episode wird gleich vorbei sein. Und sprich, ein vierter Part würde sich nicht lohnen, wenn der bloß noch ein paar Minuten geht. Deshalb bringe ich das hier nochmal hinten dran. Noch kurz ohne Cam. Damit ich es kurz hinten dran ziehen kann, weil ich lasse mich wieder viel zu viel Zeit mit der Folge hier. Ich wollte bloß noch was sagen zu unseren Leuten, die wir hier unten getroffen haben, denn Red war natürlich nicht der Einzige. Ich habe da was missverstanden gehabt, auch in der letzten Folge. Red ist nicht schizophren, dieser Prozessor, genau. Der Professor ist noch eine ganz andere Person, und zwar war der das, der die Spinnen gegessen hat und untersucht hat. Das war natürlich nicht Red, weil der Professor hat sich dann natürlich auch die Zunge rausgeschnitten, haben wir mitbekommen, weil die Spinnen giftig waren. Und der war auch sogar noch am Leben, als wir reinkamen in die Mine. Also war da auch noch Betrieb, so ein bisschen kurz davor.
Oh, ja gut, zumindest für ein Jahr nicht mehr, weil wir haben ja schon gesehen, der war ziemlich lange hier. Und der wurde dann ja, er hat sich irgendwo verbarrikadiert im Storage-Raum, war das, glaube ich. Als wir dann da unten rumgekrochen sind und zurückkamen, wurde er gepackt von irgendwas. Und seitdem haben wir den nicht mehr mitbekommen. Also wird er wahrscheinlich tot sein. Keine Ahnung, ob wir noch was über den Professor herausfinden. Aber Tom Redwoods war natürlich in einem ganz anderen Teil eingeschlossen. Wir konnten uns nur mit dem Funkgerät erreichen. Da war natürlich auch extrem viel länger drin als dieser Professor. Seitdem er 14 war, das ist echt saugrausam. Auf jeden Fall geht es jetzt tiefer hier rein. Letzte Notiz heißt hier schon Willkommen in der Zuflucht. Und hier sehen wir schon, unser Vater war auch drin. Ja. Jetzt geht es ein bisschen tiefer rein. Das ist nicht mehr nur die Mine hier. Exit, ja, das wird wohl kaum der Ausgang sein. Wenn wir hier nach unten gehen. Hallo? 2D-Sprite? Oh, shit. Nein. Hätte ich die Cam doch anlassen sollen? Nein? Oh Gott, die Taschenlampe geht nicht. Und so geschah es, dass der Mann, der einst in die Mine hinabstieg, sein Leben ließ. Ein neues Kapitel erwartete ihn. Wird vorgesetzt. Jo, in Penumbra, Black Plague, die schwarze Pest, Episode 2. Nice. Geile Musik. Episode 1 war natürlich ein bisschen kürzer. Die haben das aufgeteilt. War auch noch ein extrem kleines Studio. Waren es unter 10 Leute? Ich weiß es gar nicht. Oh, geile Musik. Mikko Tormia, geile Mucke. Dann war es das jetzt mit Penumbra im Halbschatten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Black Plague wieder. Das muss ich mir auch erstmal absetzen, damit es läuft auf Windows 10, auf Deutsch stellen und so weiter. Wird hoffentlich kein zu großer Hassel. Aber schauen wir mal. Tut mir leid, dass der Part zu lange gedauert hat. Musste es ja hier, wie gesagt, noch hinten dran schneiden, weil das extra Folge. Das hätte sich nicht mehr gelohnt und ich will es ja auch separat betiteln dann als Episode 2, deswegen passt's jetzt. Interessanter Cliffhanger. Wir sehen uns dann in Episode 2 wieder. Haut rein!